Liebe ZKB, vielen Dank für die Zusendung von Ihren überarbeiteten Vertragsbestimmungen für mein Konto bei Ihnen. Das ist ja mittlerweile ein ganzes Buch schon geworden. Ein Buch mit 39 Seiten mittlerweile schon. Ich werde die 39 Seiten also im Detail durchlesen, werde dann googlen, was ich nicht verstehe, werde mich dann noch mit einem Rechtsanwalt und einem Banking-Experten zusammensetzen, um meine offenen Fragen zu klären und komme dann wieder auf Sie zu in ein paar Monaten. Ja, so geht es natürlich nicht. Wir haben ja noch andere Sachen zu tun in unserem Leben, als Verträge zu kontrollieren, die wir unterschreiben müssen. Trotzdem haben wir viele Verträge, die wir unterschreiben müssen. Und wir müssen die oft unterschreiben, ohne sie durchgelesen zu haben oder eventuell vielleicht einmal überflogen, aber sicher nicht im Detail. Und trotzdem müssen wir sicher sein, dass wir in diesen Verträgen, die wir eben nicht lesen können, nicht abgezockt werden. Das heisst, dass nicht irgendwo versteckt im Vertrag irgendwelche Klauseln drin sind, die dann zu unserem Nachteil und zu dem Vorteil der Bank ausgeleitet werden können. Es muss also sichergestellt werden, dass die Beziehung zwischen Bank und uns fair verläuft und was zulässig ist und was eben ganz einfach illegal und nicht zulässig ist. Das ist vor allem bei den Beziehungen der Fall, die sehr einseitig sind. Da hat man ja auf der einen Seite eine Bank, die ganz genau über ihr Geschäft Bescheid weiss, und auf der anderen Seite hat man einen Konsument, der eigentlich nicht viel weiss über das Banking, der einfach ein Konto will haben. Und da ist es natürlich dann schon die Gefahr, dass die Bank die privilegierte Situation von ihnen ausnutzt zu ihrem Vorteil. Und darum braucht es eben den Staat da. Das ist die Staatsaufgabe, dass da eine faire und gute und auch relativ problemlose Beziehung zustande kommt zwischen diesen zwei. Es gibt ja andere Orte, wo so einseitige Beziehungen sind. Wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann weiss ich ja noch nicht viel über meinen zukünftigen Job und über das Unternehmen. Und auch dort ist es immer Gefahr, dass der Arbeitgeber seine privilegierte Situation ausnutzt, indem er zweideutige Klauseln im Vertrag hinein tut, wo ich noch nicht gerade sofort begreife, was sie eigentlich für mich dann für Auswirkungen haben. Auch dort braucht es eben einen Arbeitnehmerschutz, den Schutz vom Schwächeren in dieser ungleichen Beziehung. Und etwas Ähnliches gibt es natürlich auch bei einer Beziehung zwischen der Ärztin und der Patientin. Also Patientenschutz, Arbeitnehmerschutz, Konsumentenschutz ist in der Schweiz eigentlich relativ gut ausgebaut. Das ist natürlich auch deswegen so, weil die Gruppen recht gut vertreten sind im Parlament. Die SP setzt sich ja stark ein für die Gruppen und auch viele Politiker von anderen Parteien setzen sich ein für verschiedene von diesen Gruppen. Und darum haben wir da recht gute Gesetze für das. Wir haben aber noch einen Problembereich in der Schweiz. Beziehung zwischen Aktionär und Verwaltungsrat bzw. Verwaltungsrat und Management ist ja auch sehr einseitig. Ein Aktionär, der kommt vielleicht einmal pro Jahr an eine Aktionärsversammlung und dort wird er informiert, generell über das Business, und sonst liest er noch ein bisschen Zeitung während dem Jahr, aber er kann sich sicher nicht in dem Detail mit der Firma auseinandersetzen, wie das ein Verwaltungsrat und das Management macht. Das ist ja ihr Job. Und sie sind tagtäglich mit den Details der Firma müssen sie sich auseinandersetzen. Also auch dort eine sehr ungleiche Beziehung. Der Aktionär, der wenig weiss, der wenig Information hat und auch wenig Stellung in der Firma. Und auf der anderen Seite der Verwaltungsrat, der sehr viel weiss über die Firma und das Management. Und dort ist natürlich auch eine grosse Gefahr, dass der Verwaltungsrat mit dem Management zusammen abzockt, den Aktionär abzockt. Das heisst, dass sie zum Beispiel zu viel Bonus, zu viel Geld aus der Firma rausnehmen, mit unfairen Mitteln und wo unfair ist. Warum gibt es da noch wenig Gesetze? Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Aktionäre eine sehr schlechte Vertretung haben im Parlament. Es gibt ja da einerseits die SP, die sich sonst für die Rechte der Schwächeren
von der Schwächeren in einer Beziehung einsetzt. Aber die SP hat natürlich nicht so viel Herzblut, wenn es um Aktionäre geht, wie wenn es zum Beispiel um Arbeitnehmer geht oder Konsumenten. Und dann auf der anderen Seite gibt es die FDP und die SVP zum Beispiel. Dort haben ja viele Politiker noch nebenbei Verwaltungsratsmandat, und es ist ja sicher nicht in ihrem Interesse, dann das Aktionärsrecht zu stärken, weil damit schwächen sie natürlich die Stellung vom Verwaltungsrat. Deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass ein Parteiloser die Abzocker-Initiative lanciert hat. Was ich gut finde an der Abzocker-Initiative ist, dass sie recht liberal gestaltet ist. Sie versucht also nicht festzulegen direkt, was ist richtig und was falsch. Es gibt also zum Beispiel keine Maximallöhne in der Abzocker-Initiative, sondern alles, was die Abzocker-Initiative sagt, ist, es muss transparent sein und man muss sich mindestens einmal pro Jahr mit den Löhnen auseinandersetzen. Also es muss ein Punkt sein auf die jährliche GV, und es muss darüber abgestimmt werden, so zum sicherstellen, dass sich die Aktionäre bis zu einem gewissen Grad damit auseinandergesetzt haben und auch damit einverstanden sind. Der Gegenvorschlag von der Abzocker-Initiative ist sicher auch gut, aber er lässt einfach relativ viele Hintertüren auf und hat natürlich weniger griffige Bestimmungen. Also die Abzocker-Initiative ist auf jeden Fall die bessere Lösung für das Problem. Wie gut die Lösung ist, das muss sich dann natürlich noch zeigen. Und ob sie genügt, das kann ich im Moment auch noch niemand sagen. Also das muss sich auch zeigen. Vielleicht braucht es später noch weitere Initiativen und noch weitere Gesetze, um das verbessern. Aber als erster Schritt ist die Abzocker-Initiative auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Weg zum Gehen.